So, die neuen Qualis sind online. Vorab, ich mache jetzt jede Woche eine Abstimmung über die beste Hook der Woche. Und am Ende der Quali-Phase mache ich eine Insgesamtabstimmung mit den besten Hooks der jeweiligen Wochen. Dann nochmal im Vergleich antreten und dann schauen wir, wer die beste Hook in der gesamten Quali-Phase gekickt hat. Ich erhoffe mir dadurch zwei Vorteile. Erstens, ich sehe, was ihr so feiert, was ganz praktisch ist, weil ich ja später dann die Hooks auch selber bewerten muss. Und zweitens, ich hoffe, dass die Teilnehmer dann nochmal auf eine andere Art gewürdigt werden von den Zuschauern. Letzte Woche fandet ihr die Hook vom Flo am besten. Und nun kommen wir zu dieser Woche. You wanna do it for what? I'm gonna ruin this love. And I don't stop until her neck is on the rope on the top. No, I don't know that enough, cause she walked off in a huff. This makes me so crazy, this bitch deserves no more love. So now I take back all I gave and watch it burning down, cause fire is a great friend. Mood, Mod, kein Plan, wie man den Namen ausspricht. Er ist der einzige im Teilnehmerfeld, der Englisch rappt. Ich mag seinen Flow und er verändert seine Stimmlage ab und an und das kommt auch sehr geil. Seine Hook gefällt mir auch sehr gut. Er hat leider kein Video und im Video nicht mal ein Bild oder so. Es ist einfach nur schwarz, das finde ich etwas schade. Und ich habe mittlerweile von mehreren gehört, dass seine Aussprache nicht so geil ist. Also entweder du probierst im nächsten Track mal auf Deutsch zu rappen oder du arbeitest an deiner Aussprache. Kommen wir zu One. Bitches glauben, sie können das Cypher gegen One gewinnen, aber sie wissen auch, ich werde sie flohlich vernichten. Mutterficker, ich fick mehr Beat als fucking Frauen. Du sagst nächstes Mal on Beat, aber dir kann man nicht trauen. Und nein, das im Video ist nicht One. Flow ist in Ordnung, auch wenn ich finde, dass er etwas monoton ist. Technik bzw. Text ist, naja, nicht so geil. Hook mag ich, ist aber auch nichts Außergewöhnliches. Alles im allen ist das eine solide Quali. Guck dich an, nach diesen Runden sehe ich da nur einen fetten Stehen. Du bist zwar nicht green, aber hast trotzdem ein S-Problem. Ist doch klar, dass ich der Beste bin. Ich bin die Kirsche auf der Torte und zum Glück nicht zum Level in 10. Eure Tracks sind ganz schön kacke. Ich bin nicht Gio, doch meine Mucke ist logisch gesehen die erste Klasse. Red Hat Redemption oder RHR kann geile Hooks und auch diese Hook gefällt mir wieder sehr. Video ist okay, hätte ich mir ein paar mehr Bewegungen bei der Kamera gewünscht. Flow ist gut, aber auch noch Luft nach oben. Zum Text, ja, Technik ist eher nicht so geil. Er versucht es mit Punchlines und Wortspielen. Die Wortspiele sind größtenteils ausgelutscht oder wack. Ich meine, das Wortspiel mit Buddha und Butter hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Punchlines kann er machen, aber ich persönlich fand seine Thementracks bisher immer geiler. Aber jeder wie er will. Gucken große Töne und reden vom Töten, als wären sie Löwen auf der Jagd nach Beute. Doch ich ficke Hurensöhne, verstöre verwöhnte Gören, denn sie messen sich mit dem Teufel. Und irgendwer labert wieder. Nach dem Battle wird das Schwert deformierte Wasserleiche. Oh. Bismarck, der selbsternannte Endboss der RMC, kommt mit einem guten Video, einem soliden Flow und einer Technik, die an manchen Stellen gut und an manchen Stellen eher schlecht ist. Hook gefällt mir vom Soundbild auch ganz gut. Zum Video kann man noch sagen, die Location ist vielleicht etwas langweilig und auch hier hätte ich mir mehr Kamerafahrten gewünscht. Und wie fucking anstrengend muss es bitte sein, sich jetzt vor jedem Videodreh so zu schminken. Also Respekt, aber fürs Image tut man ja viel. Zum Flow kann man sagen, dass die kleinen Pausen zwischen den Lines vermieden werden können, also auch insgesamt einfach ein bisschen mehr Routine reinbringen. Das waren alle vier Qualis diese Woche. Hier seht ihr sie in Bewertungen im Vergleich zur letzten Woche. Es wurde sich noch gewünscht, dass ich die neuen Qualis, die heute 18 Uhr kommen, nochmal vorstelle und das mache ich jetzt. Also, heute 18 Uhr kommt Reyes mit dem Track Ohne Dich. Der Typ ist einfach schwer zu beschreiben, den muss man sich einfach angeschaut haben, glaubt's mir. Avatar und Thrash, ich weiß nicht genau, wie man den zweiten ausspricht, mit Bendiger und Champion, sind beide zusammen musikalisch auf einer echt hohen Stufe. Brutalo Genialo, also eigentlich sind es Ares und Viper, die wollten sich wahrscheinlich den dümmsten Teamnamen geben, den es gibt. Sie kommen mit dem Track Ein Tag vor Fristende. Und Überraschung, sie haben an dem Tag, wo Fristende war, eingereicht. Sie fahren mehr die Entertainer-Schiene, also Ernsthaftigkeit wird hier vergeblich gesucht. Und der letzte diese Woche ist Mystic mit seinem Track Flex. Der geht gut nach vorne und macht nochmal richtig Bock. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut angeteasert für 18 Uhr.